Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie ihr gerade seht, seht ihr sozusagen vor mir nichts mehr. Richtig, die Supertanks sind weg. Denn bei mir auf der Welt hat sich wegen was verändert. Ja. Wie ihr hier seht, sind jetzt auch meine Sachen etwas mehr geworden. Ich habe jetzt auf einmal auch hier Upgrades drin. Wir haben auch hier ein bisschen hochgeschraubt. Wir sind auch hier ein bisschen weiter nach oben. Wir haben hier hinten auf einmal 1000 Blue Alloy Wire. Und wir haben da draußen auch nochmal mehr dickes Blue Alloy Wire. Und ja, meine Super Tanks sind jetzt hier. Die sind auch alle ziemlich voll. Da sind wir zum Beispiel bei 3,9 Millionen. Der da ist jetzt bei 2,4 Millionen. Da sind nur noch 21.000 drin. Aber ist egal. So, wenn wir jetzt hier in die Kiste reinschauen, dann wird es noch viel interessanter. Denn hier sind jetzt Combustion Engines, weitere 5 Super Tanks drin, Mining Pipes, Batterien, Medium und Small und noch ein paar Handschuhe. Ja, was ist passiert? Wie ihr wisst, habe ich ja, glaube ich, ein paar Mal erzählt, war mir immer auf 2 Servern. Also sozusagen ein Freizeitserver hat es auch noch gegeben nebenbei und diesen hier. So, ich habe aber natürlich zeitmäßig 0 Zeit mehr gehabt, auf dem anderen Server zu spielen. So, haben natürlich irgendwann wir festgestellt, dadurch, dass ich keine Zeit mehr habe, es wurde da drüben immer weniger gemacht, immer weniger. Letzte Map wurde dann irgendwann gespielt, so ungefähr. Ja, und dann haben wir gesagt, das ist ja ein bisschen doof. Wir haben zu dritt angefangen, wir wollten eigentlich auch zu dritt weitermachen. Dann habe ich gesagt, ich kann ja nicht jetzt meinen LP, ne, auf einen anderen Server wechseln, aber ihr könnt auf meinen Server wechseln. Und genau das haben wir jetzt getan. Also sozusagen, wir haben dort alles abgebaut, was wir hatten. Man muss dazu sagen, wir haben dann nur das nötigste Material mitgenommen. Also wo sie wirklich Stunden, Tage, Wochen dort gehockt sind und Material gefarmt haben. Wie zum Beispiel Kupfer, wie zum Beispiel Zinn, wie zum Beispiel Blue Alloy, Red Alloy, Stainless Steel, Aluminium. Das haben wir mitgenommen. Die Maschinen haben wir bis auf die Combustion und die Super Tanks auch alle drüben gelassen. Auch den EBF haben wir nicht mehr, den zweiten haben wir nicht mehr aufgebaut, weil wir gesagt haben, das reicht so. Genau, also das heißt, hier werdet ihr auch jetzt dann irgendwann nochmal immer ein oder zwei rumwieseln sehen. Die werden ab und zu auch ganz normal dabei sein. Vor allem, wenn es dann mehr um Soundcraft-Erklärbär geht, da wird dann auch mal Silber mit dazu stoßen. Ja, und ich habe jetzt 2 Helfbären sozusagen, die, ja, wenn ich nicht aufpasse, schneller die Welt gerade machen, als ich gucken kann. Genau, und das haben wir auch noch mitgenommen, weil wir haben nämlich drüben so ein ähnliches Lager. Ähnlich zu 95%. Und da hat unser Sebo schon das komplette Glas gebaut gehabt. Da hat er gesagt, da war er halt einen oder zwei Tage dran gesessen. Da habe ich gesagt, okay, Leute, wir brauchen das nicht zweimal machen. Und vor allem, wir kriegen dann mein Lager fertig. Also auf jeden Fall vom Glas her. Genau. So, genau. Das ist sozusagen die Änderung, die dann somit geschehen ist. Falls ihr jetzt euch fragt, wie habt ihr das Zeug übertragen? Ganz einfach, wir haben alles gesammelt in riesen Kisten drüben. Und dann ging es halt wirklich, was haben wir an Flüssigkeiten? Weil die Flüssigkeiten haben wir alle mitgenommen. Weil, wie gesagt, Öl abgebaut, Benzin haben wir ja auch laufen lassen. Das da haben wir nicht mitgenommen, weil wir gesagt haben, das produzieren wir selber wie Sand am Meer. Wasser auch nicht.
Wie gesagt, Öl haben wir mitgenommen. Chlorin haben wir auch nicht mitgenommen. Fluorin. Nee, es ist eigentlich nur Öl und Benzin mitgenommen worden. Genau. Das sind die Hauptbestandteile. Und dann habe ich halt auch gleich die ganzen Tanks, die wo hier gestanden sind, jetzt mal da raus gefrachtet, damit wir mal da alles anständig haben. So, dann ist mir, dadurch, dass ich ein paar Combustions ja bekommen habe, erzähle gleich noch mehr, wie das passiert ist. Dann sind wir hingegangen, haben gesagt, okay, dann bauen wir unseren Motor mal fertig. Das habe ich jetzt getan. Und habe ich festgestellt, dass ich nicht zählen kann. Das sind ja 8. Und da hatte ich ja 16 drin. Und das sind 8. Ja, und ich habe hier 16 Ampere. Und wenn ich da 8 habe und da 8 habe, sind es richtig 16. Wenn ich da 16 habe und da 8 habe, habe ich hier ein fehlendes Gerät und ich schätze mal hier ein Loch. Wollte ich jetzt nicht ausprobieren, aber... Also das ist ein fertiger Motorblock LV. Da werden noch ein paar entstehen. Ich glaube, einen oder zwei können wir noch bauen. Und genau das wird auch passieren. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr umgebaut. Die Jungs haben sich total gefreut. Die haben nämlich die ganzen Quests, die wo ich hatte, sozusagen so weit nachmachen müssen, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Und ja, das haben wir, das heißt, die waren fleißig beim Craften, bis es halt irgendwann mal so weit war, dass davon mal mein Stand auch ihr Stand wurde, dann hat es bei denen Dauer gebimmelt, glaube ich. So, genau. Das ist schon mal Thema 1. Also wie gesagt, nicht wundern. Prophet und Sebo. Placebo werden hier jetzt dann auch noch rumrennen irgendwann. Ups. Vielleicht wird auch noch mal irgendwann ein Rohrschneider noch zustoßen. Mal gucken. Mal gucken, wie lustig das da drauf ist. Ob er überhaupt Lust hat, mitzumachen. Das werden wir alles noch sehen. Ja. Was jetzt halt, definitiv passieren kann. Ich werde immer so Rohbauten machen. Und ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie das Ding ausschauen soll. Und wenn wir es nicht in der Folge schaffen, kann es passieren, dass wir es dann sagen, okay, wir bauen es dann am Schluss gemeinschaftlich. Fertig. Wie zum Beispiel, wir haben einen Bahnhof. Weil da wollen wir ja dann irgendwann die Tore hinbauen, dass man dann sozusagen in den Nether fährt. Und da gibt es ja auch noch Tracks, die wo das auch noch können. Ja. So. Ich habe ja was anderes vorgehabt. Ja. Hab ich ausgesehen. Natürlich nicht. Nein. Das ist jetzt Zeitverschwendung. Kann's machen. Aber nee. Also sowas habe ich ja gesagt. Da. Nimm mal 2 mit. Also wenn ich 4 brauche, habe ich ein Riesenproblem. Wenn mir auch dann irgendwann die Pfeile ausgehen. Okay, habe ich eigentlich noch Modifier frei? Nein. Du kommst dahin, da ist der schon mal wieder voll. Dann habe ich hier auf jeden Fall... Das. So, dann habe ich jetzt auch verstanden, wie die Quest funktioniert. Und zwar, das war ja von Saumaturgie. Und zwar diese Quest, die muss ich sagen, Detect. Und dann Claim. So, und jetzt habe ich sozusagen die Magic Map. Und dann versteht man auch das mit den 12 Stunden. Weil die ist jetzt sozusagen... 23 Stunden und 59 Minuten gespart, bis ich die nächste Map bekomme. Map kann man einlösen hier. Aufmachen sollte man sie nicht hier. Halt. Weil da steht ja auch drin, dann könnt ihr es lecken. Und ja, man hat die schöne Map
verschwendet. So, dann gehen wir mal hin und jetzt machen wir die Map auf. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Map. Lost in Twilight Forest. Ah, okay. Wenn man sozusagen verloren gegangen ist, kann man so wieder zurückkommen. Ich werde es bestimmt verrecken. Ich kenne mich. So, die Schöne ist bei der Karte. Man sieht ja die Gebiete, ne? Hier ist eins, dann sozusagen jetzt. Ich kann es halt nicht machen und wenn ich das halt mache. Ja, aber hier Naga. Und oben drüber ist ein Lich und unten drunter ist ein Lich. Das sind diese lustigen Herren mit der Krone. Wie gesagt, es gibt. Das werden wir aber irgendwann machen. Noch einen anderen Lich killen. Da werden wir uns dann aber so ein Copter-Pack bauen. Und mit dem Copter-Pack werden wir dann einfach nach oben fliegen, denen seine Schilder weghauen. Der zweite steht dann dahinter und schießt dann drauf, sobald er sozusagen die Schilder verloren hat. Dann geil, ich ja tot. Ja. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal in den Fighting-Modus. Ja, und wenn ich jetzt halt diese Naga nicht gekillt hätte, wäre hier jetzt sozusagen Kraftfeld und ich könnte nicht mal hier aufmachen. Au. Wir sehen. So, das Wichtigste ist jetzt die F7-Taste. Heruntergezogen. Ich weiß noch nicht von wem. Und warum? Da ist jemand anhänglich. Und, hey! Aua! Hilfe! Scheiße! Ich hol ihn jetzt, Mann. Fuck. Ich muss jetzt mal in meine Werkstatt. Problem ist, ich habe irgendwo meinen Bogen hin. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ich habe auch irgendwo noch ein besseres Schwert gehabt. Weiß auch nicht mehr, wo ich das hin habe. Nehmen wir jetzt mal das Eisenschwert mit. Und ich brauche auf jeden Fall eine vernünftige Rüstung. Das da. Eine Brustpanzerung. Das ist total scheiße. Ja, nehme ich halt die goldene. Ach ne, Brustpanzer habe ich an, nicht Held. Ich habe keinen Helm. Jetzt habe ich einen. Wieder zu den Portale. Ja, ich bin nicht mehr weggekommen. Das war gerade mein Problem. Der Todespunkt. Ah, ich bin gerade ausgelaufen, ne? Ja. Finde ich. Könnt mich gerade treten. Ich habe nichts zum Essen mitgenommen. Ja, das Schlimme sind diese Bücher. Und das ist ja noch da. Wird jetzt bestimmt lustig. Kommen wir wieder bestimmt Dauersterben 2.0 oder so. Nee, 3.0 oder 1.3. Kann man sich aussuchen.
Muss jetzt halt schauen, dass ich sie vielleicht versuchen kann rauszulocken. Dass ich sie erschlagen kann, dann die Tür irgendwie schnell zumachen. Und wenn dann die Tür zu ist, dass ich sie dann erschlagen kann. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen Quicksand mitnehmen können. Ja, zu spät. Toll, der ist schon heraus. Ich mach dich tot. Na toll, danke. Natürlich kommt mein Virenscanner jetzt auf die glorreiche Idee, zu sagen, ey, möchtest du nicht dein Programm neu starten? Na, ist klar. Ich bin froh, dass ich mich noch bewegen kann. Und der Wald fackelt gerade ab. Kannst du mal aufhören? Hallo? Noch 11 Sekunden Poison. Ey, da brauche ich gar nicht mehr überlegen, ob ich da überhaupt eine Chance habe. Ich werde gleich wieder rumschleichen. Das Problem wird sein, dass das Skelett drin ist. Und es braucht mir nur anhusten, dass ich sterbe. Wow. Ja, sag ich doch. Ich falle ganz tief. Was bin ich denn jetzt? Aber nicht in der Nähe von meinem Portal. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Wenn ich schon laufe. Habe ich hier vielleicht noch was, wo ich mich verteidigen kann? Also das Skelett ist auf jeden Fall rechts. Links. Der andere ist hoffentlich jetzt auch links. Dann hoffe ich, dass ich mich jetzt rechts vorbeischleichen kann, dass ich drin bin. Mach die Außentür zu, dann die Innentür zu und hol mir meine Sachen. Und dann geht's denen an den Kragen. Wenn wir Glück haben. Oder mir. Geh ich ganz doll weinen. Ja, wenn nicht, wie gesagt, wird Treibsand geholt. Und ich guck mal, ob ich irgendwo meinen Bogen hab. Jetzt Fernkampf auf die Nuss. Mit Verdruss. Ja, was halt das größte Problem ist, ist halt gerade, dass die den halben Wald angezündet haben. Ich hoffe, dass das wieder ausging, weil das wird lustig, wenn das alles hier abbrennt. Serverlecken 3.0. Aber nicht mal eine Picke. Ja, ich hoffe, dass jetzt hier keiner kommt. Will meine Sachen haben. Und auch keiner aus dem Grab raus. Auch nicht ich. So. Mein Schwert kommt hier hin. Muss meine Fackeln wieder rausholen. Kommen nämlich hier hin. Du kommst dahin. Dahin. Die coole Sonnenbrille. Okay, aber wenigstens schon mal ist einer platt. Gott, werde ich jetzt oft sterben. Gleiches Buch um die Ecke kommen, mich würde erschießen oder so.
Brustpanzer, Brustpanzer. Da. Ruhe. Hose machen wir auch. Das da machen wir auch. Ich wollte eigentlich eine Kiste mitnehmen. Bin ja froh, dass ich die nicht dabei habe. Aber ich habe ein Filing-Kabinett dabei. Ach scheiße, da geht immer nur eins rein und nicht mehrere, ne? Nee. Finde ich doof. Ich hoffe, dass ich irgendwo eine Kiste finde, dass ich da was reinschmeißen kann. Das ist ja der Wahnsinn, ich bin ja heilig überfüllt. Nein, nein, nein. Wir wollen hier nicht platzen. So, wir machen wieder F7 an. Okay, dann war das die falsche Treppe. Gehen wir mal auf die Seite. Klasse, das wird bestimmt lustig gleich. Als jemand gedacht hat, ne? Ich hab keine Bücher. Weiß, irgendwo war hier eine Kiste mal drin. Wäre super, wenn es immer noch so wäre. Ich bin ja schon mit Blindheit gestraft, oder? So, ja, der war mal wieder hyperintelligent. So, bitte aufsetzen. Dankeschön. Okay, aber wir haben hier eine Kiste, da kann ich jetzt schon mal das ganze Zeug reinschmeißen. Ich muss noch dran denken, dass ich am Schluss hier nochmal hochkomme. Wie gesagt, Fackeln mitnehmen. Und alles ausfackeln. Keinen Bock, dass ich von hier irgendwo dann noch Besuch krieg. So, okay. Weiter geht's. Nein, ich will mit dir nicht spielen. Mit dir auch nicht. Mit dir auch nicht. Zauberstab mal noch mit in die Hand nehmen. Das ist ein lustiger Raum. Den kenne ich noch gar nicht. Au, du bist nicht lustig. Geh weg. So, erstmal alles ausfackeln. Alter, da kriegt man einen richtigen Schock, ne? Aber auf jeden Fall, der Raum ist witzig.
gerade eine Zahl aufsteigen sehen. Okay, man sollte nicht sneaken und versuchen zu schießen. Geht in die Hose. Okay. Bücherprobleme habe ich keine mehr. Haben sich gerade erübrigt. So, da muss ich dann auch nochmal hin. Ich bin überhaupt nicht Muffensausen und vor allem die Bücher sind immer verzaubert. Also diese Monster da, die wo rumlaufen wie so ein Buch. Mal festkrallen. Okay, Magma Cream, Enderperle, cool. Da gibt es coole Sachen. Ein Dungeon, der sich lohnt zu looten. So, ich nehme mal die Kiste mit runter. Lässt du mich los? Vor allem, wenn ich eine Kiste in der Hand habe. Mal nach draußen und tu mal die Kiste raus. Alter, müsst ihr mir mal nachlaufen? Okay. Also, weiter geht's. Ich hoffe, dass ich jetzt den ersten Stock jetzt langsam mal so weit ausgefackelt habe. Mir keiner mehr nachrennt, sagte er und fand einen Raum, der noch nicht ausgefackelt ist. Und vor allem, da hängt auch noch ein Spawner. So, ich hoffe, dass ich dich entschärft habe. Willst du mich jetzt verarschen? Also diesmal springt mich nicht Minecraft um, sondern Windows. Ich merke das schon. Die spielen zusammen, die zwei Schweinchen. So, wir gehen noch mal raus. Ja, mein großes Problem ist jetzt halt wirklich, dass ich nichts zum Essen dabei habe. Ja, Instant Health, das ist nicht schlecht. Aber ohne Essen brauche ich nicht weitermachen. Mal schauen, dass ich ganz schnell was futter. Ich könnte ein bisschen Maisbrei essen oder so. Es war mal wieder hochintelligent von mir, ohne Futter loszulatschen. Weil ich ja immer meint, ne, ich bin der Überking. Ich brauche nichts zum Essen. Und jedes Mal, wenn ich dann dort bin, merke ich, scheiße, ich habe kein Essen. Man merkt den Fehler, ne? Beste ist ja, unser Sibo ist ja auf unserer anderen Welt immer richtig rumgereist und hat alle möglichen Dörfer und sonstiges geplündert.
Habe ich schon gesagt, den nehmen wir nicht mit, weil er hat auch zwei Marshmallows gefunden gehabt. Da hätte ich den Dungeon, ich glaube, in 5 Minuten platt gemacht. Also erschreckt mich doch nicht so. Nein, 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 nein. Ganz blöd, Holzbrett Treppen brennen können. Geh aus. Aber alles nö. Brennt lustig von unten. Ja, ich kann aber in die Lava hupfen. Verbauung. Okay. Hat aber einen Vorteil. Von der Treppe können sie mich schon nicht mehr nerven. So, man muss halt nur schnell sein. Wiedersehen. Auch. Uah! Das ist ein Sniper-Skelett. Ja, ich sehe das schon wieder. Ich sterbe natürlich, ne? Weil ich versuche mit einer Fackel zu schießen. Muss mich mal da ein bisschen zurückziehen. Und wieder wegen Leben laden. Mach ich lieber draußen. Ey, ich merke das schon, ich komme total weit. Aber ich sehe da hinten einen Apfel. Habe nicht aus Versehen hier was zum Essen reingeworfen, ne? Ja, ich kann ein bisschen mich essen. Schmeckt bestimmt gut, wenn ich mich ein bisschen esse. Auch nicht weird oder so. Und jetzt runterfallen, ne? Und noch ein Herz verlieren. Klasse. Geschafft. Ich glaube, ich habe was zum Essen gesehen. Reicht zwei. Wollte eigentlich Leben aufladen. Was habe ich gemacht? Ich habe Leben abgeladen. Kenn mich ja. Ich bin ja da super drin. Aber die hat er auch schon. Ja, das ist der Käse. Das mache ich jetzt neben der Kiste. Ich bin gerade nämlich beim Überlegen, ob ich sozusagen jetzt mich nach oben mal schnell baue und den einfach mal von oben platt mache. Also einfach mal so, ne? Allem ich. Ja, wir reden hier von mir. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja, diese Dungeons zu machen zu zweit ist halt viel cooler, weil da geht halt einer mit der Waffe und der andere geht mit den Fackeln. Hätte ich ja auch dran denken können.
dazu zu machen. So. Aufpassen. Die lassen sich ja auch gerne jetzt droppen und kommen dann von hinten. Wie zum Beispiel der da. Muss jetzt immer ziemlich schnell gehen, dann wieder nach unten. Dann über die Brücke. Gemacht habe nochmal. Tschüss. Wow. Ja. Lauf. Alter, sind hier auch noch, haben sie jetzt die auch noch mit reingebastelt oder was? Muss natürlich Glück haben, ich krieg gleich alle Freunde. Tschüss. Komm nicht wieder. Vermisst dich gar nicht. Gehen hier entlang. Und weiter geht's nach oben. Tschüss. Glauben nicht ganz, tschüss. So, gleich wieder nach oben spurten. Nein, au! Alter, ich habe noch ein Herz. Klasse. Mache ich jetzt aber auch ganz einfach. Hoffe, dass das klappt. Ja. Denn die Zeit ist, finde ich, schon rum. Ich werde mich jetzt hier drin sozusagen aufladen. Noch mal ein Böhnchen essen. Moment, habe ich nicht einen Instant Health Trank gehabt? Mit meinem Glück habe ich den jetzt unten in die Kiste geschmissen, ne? Ja, wie es aussieht. Ja, ich bin ja fantastisch. Einfach nur fantastisch. So, aber ich schmeiß mal jetzt das ganze Graffel, was ich jetzt dabei habe, in meinen anderen Rucksack. Dafür habe ich ihn ja. Wie gesagt, ich lade auf. Und dann machen wir den zweiten Teil in der nächsten Folge. Wenn ihr Anregungen oder sonst was habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ja, drückt euch mal auf den Abo-Button. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.